diesem Sinne, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Belastungsphase bzw. Jahr 2018. Ich habe mir ein neues Projekt überlegt und zwar will ich mit euch mal Folge für Folge durchgehen, um die Leute mal zu belasten bzw. in die Fresse zu hauen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen verspätet jetzt, aber es macht nichts. Das Jahr 2018 ist noch jung genug, um zu sagen Happy New Year. So, ich wollte eigentlich heute meine Abonnenten überraschen, aber irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Nein, ich wollte mit Savage eigentlich mal euch überraschen und die Leute mal auf der Karte platt machen, zum Beispiel Unlock All Fatzen oder sonst irgendwelche Leute. Aber nein, es hat keine Sekunden gedauert und da waren schon zwei Leute wohlgemerkt, die meinen Kenji klauen wollen. Aber da habe ich gedacht, no, nix da, MK2, Brandgeschosse drauf und tschüss und weg. Da habe ich in den Panzer gesetzt und dann gesagt, jo. Willst du meinen Panzer klauen? Ihr wollt meinen Panzer klauen? Dann habt ihr mich jetzt automatisch auch geklaut. Also von daher fing die Belastungsphase jetzt auch an, die es nicht anders verdient haben. Richtig lustig. Und vor allem, Freunde, ihr werdet nachher an Ende der Folge sehen, dass da auch wieder ein Hacker am Start ist. Jawohl. Der Meinung ist, da die Leute da explodieren. Ah. Wunderbar, habe ich mich gefreut. Da dachte ich auch nur wieder, ha, schon wieder so ein kernbehinderter Spastiker, der damals nach der Geburt von hinten rauskam und vom Wickeltisch gefallen ist. Jawohl, der nicht mal im Gehirn da irgendwie schnallt, ob da gerade lebt oder nicht. Nein, ein Haufen Scheiße ist das einfach nur. So, in diesem Moment habe ich mich erstmal an den Komplizen hier dran gehangen, um ihn voll die Fresse zu kicken. Und da vorne steht er auch rum. Der steht da vorne rum. Der wartet schon förmlich drauf. Zack. Was ich nun mal lustig finde, wie die Leute wegfliegen, wie so eine Marionette. Ja. Und erstmal gewartet wieder, bis er spawnt. Und da sagt man immer, zurückbleiben bitte. Wir drehen jetzt mal eine Runde. Da steht er wieder rum. So, ab und zu schieße ich ja mal gerne ein bisschen rum, um die Leute halt mal auch Angst und Furcht einzujagen. Denn mir hat man nichts zu klauen. Ganz einfach, da muss man mit den Konsequenzen rechnen. Vollidioten. Aber Freunde, ich verspreche euch, in der nächsten Folge, Folge 2, Episode 1 von GTA Online hier, bei den ganzen Spastikers und so, setzen wir uns einen Savage auf jeden Fall rein und dann hauen wir uns so durch die Karte durch. So, aber nun, die Belastungsphase hat ja noch nicht aufgehört. Also, wer kriegt da noch einen reingedrückt gleich? Nacheinander. Und seinen Komplizen später habe ich mir dann auch vorgeknöpft. Ja. Aber das Ganze wird er ja sehen. So, und er steht wieder da oben rum da. Der wartet doch schon förmlich drauf. Der ist doch prostituiert. Oh ne, der ist doch prostituiert. Keine Ahnung, was mit denen da oben nicht los ist. Mann, 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 so. Und ihr seht, Freunde. Der ist im Pausemenü gegangen, im Passivmodus. Und ich habe so lange auf ihn eingeballert, um ihn halt ein bisschen zu provozieren, dass er mal wieder aus dem Passivmodus rauskommt. Geistreich, sehr geistreich, ey. Mann, 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 Mann. Sowas müsste man eigentlich für klinisch tot erklären, ne? Vom Gehirn aus. Meine Güte. Tja, in dem Sinne. Rumpf nochmal drauf da. Und habe ich ihn da stehen gelassen. Was zum Beispiel auch noch nachher kommen wird, bei seinem Komplizen, der noch auch anfängt, da mich stingern zu wollen. Aber zu blöd ist zum Scheißen. Weil das scheiße ist. Ganz einfach. Die Leute sind hilflos. Ja. Wie sagt man das, Mensch? Mein Gott. Die können es nicht ertragen, wenn man die belastet. Mein Gott, dann sollen die Leute einfach aufhören, Scheiße zu bauen. Ist nur leider blöd, dass ich am Anfang die Szene leider nicht mit dem Kasten habe, Freunde. Aber das macht ja nichts. Ihr habt jetzt mal euren Spaß. Also legt euch zurück, denn jetzt wird richtig gefickt, ja. Mann, 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 Mann. So. Ein bisschen rumgurken hier. Alter, der Kenji finde ich eigentlich geil. Nur ich bin nicht so gerne am Boden unterwegs, Freunde, weil ich bin eigentlich eher lieber in der Luft unterwegs. Denn dort ist es noch am schönsten. Da riecht es noch wenigstens auch nach frischer Luft und Kerosin und vor allem auch kleine, coole Miniguns. Wie beim Savage zum Beispiel. Guck, da verkriecht sich auch eine nächste Ritze hier, ey. Meine Fresse. Da frage ich mich manchmal echt, warum die Leute einfach in der Lobby online sind. So, der da, der haut auch ab. Der hat wohl auch Spitz gekriegt. Oh, scheiße, Mensch. Leute, dann hört doch einfach mal auf, Scheiße zu bauen, ey. Meine Fresse.
Da habt ihr doch selber Schuld, ey. Dass man den Klappstuhl ausgrabte und euch damit zerfetzt. Mann, 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 Mann. So. Tja. Der ist auch der Meinung, ha, der kriegt mich doch nicht. Nein, guck mal, jetzt will er zu Fuß weiterlaufen. Ha. Das ist nämlich der Komplize, der mein Kenji auch klauen wollte, aber nicht in meiner Gegenwart. Nein. Das gibt schöne, fette Kanonen. Und tschüss, da fliegt er. Wie eine Fliege, wo man mit der Fliegenklatsche draufhaut. Mann, 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 Mann. So, ja, ich habe natürlich keine Ruhe gelassen. Immer gleich direkt drauf. Also Freunde, lasst euch nicht beklauen oder sowas. Und falls ihr Unlock All Fotzen seht, macht sie platt. Holt sie vom Himmel oder sowas, macht sie platt. Vor allem die Leute, die keinen Hubschrauber fliegen können. Lernt es einfach. Ihr werdet merken, es lohnt sich nachher. Was mich nur zum Beispiel mal auch aufregt, wie gesagt, die Leute, die einfach nur hacken. Ja, die nichts anderes im Kopf haben, aber nein, Rockstar, pff, ganz ehrlich, da finde ich Valve noch ein bisschen besser. Weil die haben nämlich ein Anti-Cheat-System zum Beispiel für Modder und sowas. Jawohl. Aber Rockstar, nein, die haben das nicht nötig. Denen ist es nur wichtig, dass sie die Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und dich mit Geld befüttern, jawohl. Mann, 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 Mann. Manchmal kommt man sich wirklich vor wie eine Irrenanstalt. So, wieder der Vogel. Guck mal, der kommt genau auf mich direkt zu. Fliegt aus dem Fenster, sitzt da, liegt da wie auf dem Präsentierteller. Und ich dachte, jawohl, dich fresse ich jetzt auf, du Ratte. Mann, 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 sehr, sehr dämlich. Gott sei Dank gibt es eh noch einige Vernünftige bei GTA, die auch verstehen, was GTA bedeutet. Und ja, und jetzt wieder hoch da zu denselben Hansel da. Wichser-Bob, ey, wollte ich gerade sagen. Ah. So, mal schön noch ein bisschen reinballern hier. Naja, dann muss auch hören, dass ich komme. Mal gucken, vielleicht sprengt das ja hier auch in die Luft, ey. Vollidiot, ey. Und tschüss, so. Friss. Arschloch. Und was ist das hier zum Beispiel? Was ist das denn? Gehirn-Dildos von der Schwulenbar von den beiden oder was? Mann, Mann, Mann. Ja, ja. GTA ist nicht so, wie mal war. Ich meine natürlich, nach dem Doomsday Heist Update haben sie schon recht gute Sachen rausgebracht. Und was mich noch am meisten aufregt, ist halt der DeLorean, Sache. Ich sag einfach DeLorean, weil ich bin ein Fan von Zurück in die Zukunft. Und nicht Deluxos oder Deluxe, Mann. Was mich aber am meisten aufregt, sind halt diese Noob-Fahrzeuge. Diese noobigen Leute, jawohl, die zum Beispiel auch der Meinung sind, da einer mit der Orbitalkanone da abzuschießen. Ha! In der Basis, ja. Der Schutz hat. Meine Fresse. Ich weiß nicht, was Rockstar manchmal dafür Mitarbeiter da hinter dem Computer setzen. Was ob die auf einarmig zweihändige Hände einfach mal tippen da und programmieren. Manchmal bringen sie gute Sachen raus. Manchmal auch total schwachsinnige, beschissene Sachen, die ein Mensch einfach nicht braucht. Und nein, der Spieler ist natürlich auch so blöd und kauft sich auch noch alles. Nur der Meinung zu sein, ha, ich hab ja alles, ich bin ja der Coolste. Pff, im Endeffekt kann er gar nicht mal spielen. Da empfehle ich neu lieber SpongeBob Schwanzkopf. Ja, ja. Solche Leute machen einen irre. Aber, mein Gott. Ich habe meinen Spaß dran, den Leuten in den Dreck zu ziehen, die es wirklich verdient haben. Ob es Noobs sind, wie gesagt. Oder Stinger-Mobs. Aber, Freunde, wie gesagt, ich empfehle euch noch einen guten Kameraden. Den Link werde ich natürlich in die Videobeschreibung nochmal reinsetzen. Dann könnt ihr auch nochmal ihn verfolgen und abonnieren, Freunde. Aber vergesst auch nicht, mir zu abonnieren und auch die Daumen hoch zu geben. So, ihr seht's. Das ist wie, als wenn ich einen Tampon auf den schmeiße. Die Leuten. Mann, Mann, Mann. Ja, halt die Schnauze, diese Assistenten. Was mich auch noch am meisten aufregt, die sind diese verkackten Bullen. Die nerven einfach echt nur. Die gehen mir sowas von wortwörtlich auf den Sack. Wo es eine Kernschmelze im Gehirn verursacht. So, Freunde, jetzt achte mal drauf. Zack. So.
Gestorben, gestorben, erledigt, 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 gestorben, gestorben, gestorben. Jetzt fängt die Hackerphase von dem behinderten Modder da drüben an. Mann, 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 Mann. Ich weiß auch nicht, was die Leute davon haben, aber das ist halt typische PC-Version. Die haben aber nichts Besseres zu tun. Und die überhaupt nicht mal wissen, wie man in einer Telefonzelle richtig telefoniert. Ist einfach so. So, rums und der nächste, jawohl. Zack, wow. Da muss echt mal Rockstar richtig nachziehen, lieber Valve. Mann, 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 Mann. Naja, so. Die letzte Fahrt, die letzten Sekunden, Freunde. Warum soll ich denn aussteigen? Wenn ich explodiere, explodiere ich. Rums. Zack. Da rammelt's in der Blechbüchse. Jawoll. So. Und jetzt kommt wieder auch so ein blöder Deluxe-Fahrer da. Ihr werdet's gleich sehen. Da ist er. Das ist zum Beispiel, guckt euch das mal an, wie der da oben rumschwebt. Das ist zum Beispiel ein gefundenes Fressen für mich, den Savage bzw. den Hunter vom Himmel zu holen. Ha! Wieso soll ich den denn wegstingern? Nein, das mache ich nicht. Dann habe ich ja keinen Spaß mehr dran. Ich höre ja meinen Spaß ja noch am Magetia. Also von daher, Freunde, ich hoffe, die Folge 1 hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Savage, Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis denne. Tschüss, euer Dennis. Ich bin raus.